und auch die erste Folge von Fishing Team Highlight trifft. Ja, ganz besondere Gäste darf ich heute begrüßen am Wasser, und zwar das Team von Benny Angelt. Einen wunderschönen. Wir haben es, glaube ich, jetzt noch nicht ganz 0 Uhr. Der erste Aal hat gebissen. Noch nicht der größte, aber für Mai bin ich sehr zufrieden. Ich habe noch nie im Mai einen Aal gefangen, auch nicht in der Aller. Ich bin sehr zufrieden. Ja, kann so weitergehen. So kann es weitergehen. Petri. Auf geht's, Petri, Dank. Hier kommt die Einheit, man kennt sie mein bei. Bevor sie einreißt, beginnt die Beißzeit. Fishing Team Highlight. Fishing Team Highlight, der Norden ruht. Nur noch Moos. Ja, Benny hatte gerade wieder einen richtig harten Biss auf Köderfisch. Ich glaube, der dritte jetzt, ne? Das ist der dritte hintereinander. Richtiger Vollrand. Also der Köderfisch ist nur noch Moos. Wie Lukas sagt, sieht aus wie Sushi. Voll in die Bremse gegangen. Aber der muss jetzt raus. Wir haben keine Köderfische. Ja. Nützt ja nicht. Definitiv keine Krabbe. Nicht bei dem Rand. Also könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, was das gewesen sein soll. Unglaublich. Wenn das eine Krabbe gewesen ist, dann war das ein Hummer, Alter. Mr. Krabs. Quasi. Das ist Buff. Jetzt ja gut. Ja, nachdem ich auf Köderfisch gerade den Fisch verloren habe, der voll durch den Freilauf gegangen ist, wollte ich jetzt einfach nur mal meine Wurmruten kontrollieren, und siehe da, mein erster Aal dieses Jahr, beziehungsweise auch wie bei Flo, mein erster Aal überhaupt in meinem Leben, den ich im Mai fangen konnte. Und bei Vollmond. Und bei Vollmond. Auch wenn es noch nicht der größte ist, aber es ist auf jeden Fall Zielfisch. Und Köderfisch funktioniert auch. Also die Stellen sind hier absolut top. Ja, nächster Aal, dritter Aal der Nacht. Also ein heftiger Einschlag. Ich habe echt gedacht, der wäre noch größer, aber ich bin zufrieden. Dritter Aal der Nacht. Ich glaube, Benny hat auch Biss. Und schöner, genau. Wir gehen schnell rüber. Benny hat auch einen Fisch. Komm sofort. Vollmond läuft. Petri. Ja, unglaublich. Flo hat gerade geplagt, dass er Fisch hat. Und ich habe meine zweite Route jetzt auch kontrolliert. An der ersten Route hing ja schon ein Aal. Und hier seht ihr es. Selbes Kaliber ungefähr. An der zweiten Route natürlich auch einer. Und ich hätte es nicht gedacht. Unglaublich. Wir stehen im Aal. Wir stehen im Aal. Wir machen weiter. Geil, Benny. Ich freue mich. Absoluter Hammer. Dickes Petri. Petri. Vielen Dank. Ja, Leute, ich bin sprachlos. Ihr habt es gesehen. Ich habe gerade noch mal bestückt. Tauwurm mit meinem Spezial-Lockduft. Ob es daran lag oder nicht, ist mir scheißegal. Wir haben es Anfang Mai. Wir haben 4 Aale gefangen. Ich hätte es nie für möglich gehalten. Vollmond. Und ja. Ich hoffe, unsere Gäste sind zufrieden. Ich bin super happy, dass wir überhaupt 4 Aale ans Band gekriegt haben. Wir haben es 1:30, die Nacht ist noch jung. Wir machen weiter. Wenn der nächste Fisch kommt, ihr seid dabei. Bis dahin. Ja, das Unglaubliche ist ja wirklich, dass nicht nur Flo gerade den Aal gefangen hat, sondern ich auch, ohne dass hier irgendwas gezuppelt hat, habe ich einfach nur die 2 Wurmruten frisch gemacht und an allen beiden hing ein Aal dran. Andauernd qualmt der Köderfisch ab. Also, was eine Nacht. Sagt mir, was hier los ist. Das ist einfach nur unglaublich. Und da hinten, wie gesagt, seht ihr das. Der Vollmond steht hier voll drauf. Unsere Körper werfen Schatten hier. Es ist fast helle wie am Tag. Also, so soll es sein. Hoffen wir, kommt noch ein bisschen mehr raus. Richtig. Aber wir können schon zufrieden sein. 4 Aale? Ja, kann man nicht meckern. Ne, wir machen weiter. Das denke ich. So, einen wunderschönen guten Morgen. Also die Nacht verlief dann weitestgehend noch ruhig. Also wir konnten auf jeden Fall schön durchschlafen. Nachdem wir ins Bett gegangen sind, sag ich mal, haben wir uns die Fische auch in Ruhe gelassen, sag ich mal. Also hatten keine Anfasser mehr. Also ja, bei Flo war ein ich bisschen. Mein, ihr seht es vielleicht an den Klamotten, die Aale habt ihr habt gesehen, waren sehr aktiv auch aus dem Wasser. Ich werde mich gleich erstmal umziehen. Nee, wie Benny schon sagt, nachts über kein Anfasser, also ich habe nichts mitbekommen. Aber ich denke mal, heute Abend spätestens geht es wieder los. Und tagsüber wollen wir versuchen, noch ein paar Köderfische zu fangen. Vielleicht für Fischwetzen heute Abend. Und ja, dann schauen wir mal weiter. Das denke ich. Klingt interessant. Klingt interessant. Also Spinnfischen legen wir dann lieber vielleicht auf morgen, weil es bewölkt werden soll. Weil bei der Sonne macht das ja, glaube ich, keinen Sinn. Genau. Wenn in den Abendstunden nochmal, wenn spontan. Ne? Mhm. Aber ja, ansonsten, wie Benny sagt, machen wir es morgen. Mal gucken. Das wird was. Das wird. Mhm. We'll be right back.
Petri, Benni. Du hast einen Benni ja zugeschlagen. Was habe ich heute Morgen noch gesagt? Was ist das mein Ziel heute? Dass der Kescher mal anders wird. Haben wir gemacht. Haben wir immerhin schon mal geschafft. Ja, Köder, zwei Maden, ganz einfach. Wie gesagt, eigentlich war das Ziel Köderfische. Der ist ein bisschen groß, würde ich sagen. Auf Waller jetzt nicht. Schöne Tiere. Auch hier machen die mir Freude. Ja, wir wollen natürlich die Truppe hier auch am Wasser schön verpflegen. Deswegen machen wir gleich hier ein leckeres Chili con Carne. Ja, ich habe mir einen neuen Petromax-Ofen zugelegt, hier so einen Dutch-Ofen. Wir können da mal kurz hingehen. Florian und Benni haben auch gerade schon schön Feuer gemacht. Genau. Hier haben wir unseren kleinen Dutch-Ofen. So ein Petromax FT6, ich denke, der reicht für alle. Ja, dann werden wir gleich mal schön was kredenzen. Ja, lassen es uns schmecken. Das Feuer brennt schon mal, das ist schon mal sehr gut. Ja, schon mal gut. Ach, im Übrigen habe ich aber letztes Mal schon im Video erwähnt, wir dürfen das ja mit dieser Feuerschale machen. Fragt bitte vorher immer eurem Angelverein oder erkundigt euch und auch mit dem Thema Brandschutz immer so ein bisschen drauf achten. Aber wir dürfen es und so wie wir es jetzt machen mit der Feuerschale, ist es definitiv erlaubt. Genau. Dominik, das sieht klasse aus. Sieht doch schon ganz gut aus, ne? Ja, erst kam der Ofen gar nicht auf Hitze und jetzt. Ja, wer hat nochmal von euch gesagt, da muss noch ordentlich Kohle rein, wa? Jetzt läuft das doch hier. Was sagen die Gäste? Also riechen tut schon mal gut. Ja, kriegt noch ein bisschen Pfeffer ran. Und das gute Chili con Carne Gewürz, das darf natürlich nicht fehlen. Da ist das Wichtigste drin, würde ich sagen. Das bin ja auch ein geräucherter Aal hier. Herrlich. Ja, pünktlich, natürlich zum Essen. Das ist ein Aaland, Benni. Echt? Ja. Yes. Komm her. Dein erster Aaland. Das wär's jetzt. Ja. Jawohl. Petri, dein erster Aaland. Pünktlich zum Essen. In der Aaland. Nach meiner Affen. Schöner. Nach meiner ersten Nase. Jetzt auch mein erster Aaland und das Fleisch und Brocken. Schöner 50er. Schön. Geil. Petri, Benni. Ich bin happy. Petri. Absolut. Petri, heil. Leute, was soll ich sagen? Es war auf jeden Fall eine goldwerte Entscheidung, noch eine Fliederrute jetzt drinnen zu lassen in der Abenddämmerung. Konnte ich auch noch meinen ersten Aaland hier fangen. Es wurde mir versprochen. Wir haben es eigentlich nicht gezielt angegriffen, es hat aber trotzdem geklappt. 49 cm. Geil. Absolut. Schöner Fisch. Petri, Benni. Petri, danke. Anna muss von euch beiden. Voll, so Leute, dann mal Essen fassen. Oh, das brodelt aber noch so. Guck dir mal das Mikro. Oh. Lukas kann es kaum abwarten. Alter, guck dir mal das Video an. Wer ja, die Story nicht gesehen hat, da hat sie auch nicht mehr. Warte, nochmal ein Klopf hier. Ja, das lacht. Oh, danke. Lisa. Ich hab die nächste Schüssel auch gleich. Oh, das ist meine. Oh, Freund. Das ist deine? Ja, das ist meine. Warum hast du die größere Schüssel von deinem? Ich weiß schon, warum ich die größere Schüssel habe. Ein Löffel für Papa. So, Dome, du willst uns ja jetzt was völlig Neues mal zeigen. Oder zumindest für uns Neues auf unserem Kanal. Ich habe davon jetzt eigentlich noch nicht gehört. Also so mit der ganzen Theorie, mit Knoblauch auf Aal. Aber das wird uns Dome jetzt am besten gleich in der Praxis erklären. Also ich bin jetzt auch kein Knoblauchprofi. Ich habe davon auch nur mal gehört. Also ich habe das jetzt auch nicht erfunden, aber ich habe da echt gute Erfahrungen gesammelt. Ja, ich hatte auch schon mal ein Video dazu veröffentlicht, das kam gut an. Und jetzt war ja so ein bisschen gewünscht, einen Vergleich zu ziehen. Und da wir ja gestern schon gut gefangen haben, dachte ich, dann können wir das mal ausprobieren. Sprich, ihr angelt ja alle ohne Knoblauch. Mhm. Und ich will so ein bisschen ja, meinen Dip mit Knoblauch verfeinern. Und das geht eigentlich auch immer recht simpel. Sprich, einfach eine Dose Thunfisch. Ich weiß, es ist manchmal ein bisschen zu schade, aber ich habe auch letztes Mal schon gesagt, wenn man beim Salatessen mal was über hat, dann nimmt man das einfach. Das reicht ja auch. Aber Thunfisch war zum Beispiel früher immer
für mich so ein Lockstoff, den ich immer gerne in so einen Futterkorb mit reingemacht habe. Und habe dann einfach gerade in Seen auch gemerkt, dass da die Aale richtig drauf abfahren. Ich kürze das jetzt mal hier kurz ab. Da ist ja nicht alles rein. Vielleicht wollen wir nachher noch was essen. Man weiß ja nie, ne? Das Jan gar mitmachen. So, Fischmesser ist gerade zum Filetieren der Köderfische in Gebrauch. Ja, und dann nehmt ihr euch hier so eine Knoblauchzehe einfach. Auch wenn die Finger danach stinken. Völlig egal. Wichtig hier ist aber, dass ihr da jetzt keine Knoblauchpresse verwendet. Das ist auch beim Kochen eigentlich immer total schlimm. Weil wenn da zu viel Sauerstoff rankommt, dann wird das ziemlich bitter. Und ihr wisst ja selber, dass der Aal echt gut riechen kann. Deswegen ja auch Knoblauch. Aber ich glaube, Bitterstoffe mag der jetzt nicht unbedingt. Vermute ich. Ich weiß es wie gesagt nicht. Ihr könnt es ausprobieren. Aber ich schnippel das quasi immer rein. Ein so eine Zehe. Ne, sprich, das sieht dann hier so aus. Schon eine eklige Pampe eigentlich. Und dann schüttel ich das ein paar Mal durch. Ihr wisst ja selber, wie Knoblauch stinkt. Ja, und dann kommt hier gleich mal eine Aalmontage. Lecker, ne, Benni? Ja. Ja, was soll man dazu sagen? Das ist der Jörn gar kein besser kochen. Handelsüblicher Aalhaken. Hier haben wir hier so einen Madenkorb. Hier werde ich dann gleich ein bisschen Thunfisch mit Knoblauch reinpacken. Und auch den Köder, den Tauwurm, den werde ich dann gleich nochmal drin dippen. Ja, das ist jetzt meine Strategie und dann gucken wir einfach mal, was passiert, würde ich sagen. Das klingt interessant. Also wir sind am Strand. Ich bin es auf jeden Fall und ich denke mal, alle, die jetzt zugucken, auch. Mal gucken, ob wir ein kleines Fazit ziehen können. Wir also, werden sehen. Ne? Wenn die Aale aber natürlich, was ist denn jetzt? Wenn die Aale natürlich so laufen wie gestern, dann denke ich doch mal, dass wir ein Fazit ziehen. Es ist geil, wenn alle beide Kamerafrauen hinter der Kamera lachen. Ja, aber es ist egal, wir sind keine Profis. Das was denn um Himmels Willen von der Janka? Weiß ich auch nicht, was ich da gerade gesagt habe. Ach so, Chili con Carne. Ja. Ist doch egal. So. Das Thema verfehlt, hat wohl auch nicht geschmeckt. Okay, was sind ihr beiden? Los, die Köder mit. Nach der leckeren Suljanka nutzen wir die Feuerschale jetzt noch für ja, den einen oder anderen Marshmallow überm Feuer. Wie in der Jugend, Dominik. Da kommen bei mir kommen da immer Erinnerungen. Also Knüppelkuchen. Kennt ihr das? Stockbrot. Stockbrot, ja, ja, genau. Das ist Knüppelkuchen. Das heißt so bloß anders wahrscheinlich. Hier ist so alles anders. Ah, ich erinnere mich da noch an Nachtwanderungen und ach, was haben wir für schöne Zeiten gehabt. Sehr gemütlich. Jo, Benni, Ruten sind drin? Ja, definitiv. Also wir warten jetzt nur noch auf den Biss. Also wir haben es jetzt, glaube ich, um 11 rum, ne? Ja. So in der Dreher. Irgendwie so um den Dreh, meinte Florian gerade. Gestern ging es ja, glaube ich, so ab 11:30 rum los. Ich hoffe ganz einfach mal, dass das diesmal auch so ist. Hast du was geändert zu gestern? Also ja, also wollte ich gerade sagen, wir sind auf jeden Fall richtig gut aufgestellt, stark gestaffelt. Also angefangen vom Matenbündel über Dendrobündel, Tauwurm. Und heute vor allen Dingen fische ich nicht mit dem kompletten Köderfisch, sondern mit Fischfetzen. Also ich bin echt mal gespannt. Also Facetten sind auf jeden Fall weit gefächert. Ja, von jedem Angler ist die Taktik sowieso anders, die Distanz anders zur Steinpackung. Also denke ich doch mal, dass wir hier die Außenkurve richtig gut abgefächert haben und ja, irgendwo wird es ja rappeln. Der Rest liegt an Petrus, ne? Ja. Na, schauen wir mal. Schon eine geile Nacht gehabt und alles andere ist noch Zugabe. On top, genau. Ja, der erste Aal in der zweiten Nacht. Kein großer, wie ihr seht, aber immerhin Fisch. Extrem kalt heute. Ich weiß nicht, ob man den Mond sehen kann. Ich glaube eher weniger auf Kamera, aber ja, ich glaube, man kann schon Blutmond so sagen. Was sagt ihr? Oh, ziemlich rot. Könnte man so sagen. Ne? Erster Fisch. Wie spät ist das? Ich glaube, es ist schon 1 Uhr. Ich hatte gerade noch bis auf der zweiten Route. Werde ich auch gleich mal kontrollieren. Der kleine Kamerad geht so schnell, es geht zurück. Ist noch klar untermaßig, aber mal schauen. Immerhin Fisch, ich bin zufrieden. Sah lange nicht danach aus, dass wir überhaupt was sehen heute, weil wir haben wirklich noch keinen Anfasser, oder? Nee. Petri. Nichts sehen wir. Nichts sehen noch, noch nicht. Ne? Petri, Dank, wir machen weiter, auf geht's. Kannst. Ja, wie ihr schon unschwer erkennen konntet, tue ich jetzt wieder Fiedern. Das heißt, die Nacht ist vorbei. Die Aalruten haben wir wieder eingepackt. Ist leider nur bei den einen Aal von Flo die Nacht geblieben. Völlig komisch, wir hatten eigentlich mehr Erwartungen in der zweiten Nacht. Aber das war wahrscheinlich der Fehler. So kann man sich wieder täuschen. Ja? Also das hat absolut nicht angeknüpft an die erste Nacht. Wir hatten auch so gut wie keine Bisse. Also es hat immer einmal ein bisschen, ja, einmal geruppelt. Und dann hing ja bei Flo der eine Aal auch dran, ohne dass er sich bemerkbar gemacht hat. Irgendwie aber auch erst ab 1 Uhr, ne? Also ja, ja. Vorher tatsächlich gar nichts und komischerweise, als der Mond wieder richtig draußen war, ja, ja,
ging es ein bisschen zaghaft los, aber ja, so richtig geklappt hat es auch nicht. Nee. Plan ist jetzt, so lange mal einpacken und bis Flo wieder da ist, der uns wieder verköstigt. Mit wunderschönem Frühstück tun wir noch ein bisschen fiedern. Und danach ist eigentlich der Plan, ihr seht vielleicht schon im Hintergrund, es kommen ein paar Wolken. Wenn wir Glück haben, zieht sie es noch ein bisschen zu. Und wir können vielleicht noch mal auf den Zielfisch Hecht gehen. Also wir wollen jetzt hier noch mal in dem Flussabschnitt ein paar Spots vom Flo anfahren und einfach mal mit der Spinnrute ein bisschen aktiv sein. Vielleicht kriegt man da noch einen Räuber vor der Linse. Ja, und jetzt hört er mich auch noch mal. Wie ihr seht, leider ohne Fisch. Meine zwei Nächte waren leider echt ruhig. Also ich hatte wirklich nicht so viel. Heute früh noch einen kleinen Kaulbarsch, gestern einen kleinen Döbel. Ja, was soll ich sagen? Es ist absolut hammergeil hier gewesen. Ich danke den Jungs auf jeden Fall. Es war mehr als eine geile Erfahrung. Es war eine wunderschöne Zeit. Wie gesagt, wunderschöne Natur, dass wir alles erleben durften. Witzige Stunden. Ja, witzig war es. Ne? Oh, ja. Spaß hatten wir, das stimmt. Ja, tut uns natürlich auch weh, dass du jetzt kein Fisch fangen konntest oder keinen schönen Fisch fangen konntest. Ist als Gastgeber immer doof, aber gehört dazu, genau. Leider. Ist beim Angeln leider manchmal so. Ich bin ja auch Schneider gewesen die Nacht, also ich kann mich da so ein bisschen hineinversetzen, aber klar, die Gäste sollen schon fangen, aber es klappt halt auch nicht jedes Mal. Aber trotzdem, wir danken dir auch, dass du gekommen bist, Lukas, und hat super Spaß gemacht, auch Jasmin hinter der Kamera. Wir haben echt Tränen gelacht mit den beiden und ja, das auf jeden Fall wünschen wir dir eine richtig gute Heimfahrt und wir sehen uns ja definitiv nochmal wieder. Auf alle Fälle, das denke ich auch. Gut, in dem Sinne, Abfahrt, wa? Abfahrt. Reicht. Ja, jetzt hat uns Florian so einen schönen Einlauf geführt oder Zulauf. Ja, hier kommt schönes, trübes Wasser rein, wo wir jetzt eigentlich mehr Chancen sehen, bei der Witterung, sage ich mal. Jetzt geht's, es zieht sich wirklich langsam zu, wie sie es gesagt haben. Ja, vielleicht haben wir da die eine oder andere Chance noch mehr. Dome hat auf jeden Fall schon ein bisschen gehabt. Also auch direkt da hinten, schöner Einschlag, aber ist leider nicht kleben geblieben. Aber wir sind an der Sache dran. Wir versuchen den noch ein bisschen aggressiv zu machen, dass er vielleicht Aggressionsbiss irgendwie macht, wenn er schon keinen Hunger hat. Und dann denke ich doch mal, dass wir hier irgendwas rauskurbeln können. Aber wir können ja nochmal einen Sheriff befragen, ja. Im Gegensatz zu uns, wir haben ja immer Hunger. Nee, ja, Benni hat heute Morgen nochmal ein bisschen Druck aufgebaut und gesagt, ohne Hecht möchte er eigentlich ungern nach Hause fahren. Und die Mission habe ich natürlich angenommen, auch wenn ich die Erfolgsaussichten nicht so hoch gesehen habe, weil wirklich wieder knalle Sonne war heute Morgen. Jetzt zieht es sich ein bisschen zu, Benni hat es gesagt, oder auch der Wetterbericht. Macht so ein bisschen Hoffnung. Wir werden es versuchen. Wir haben Gummifische, wir haben Kupferspinner oder überhaupt Spinner dabei. Schauen wir mal. Vielleicht kommt ja noch einer. Aber ich denke, auch wenn nicht, war es auch so ein schönes Wochenende. Ja, ist auf jeden Fall bestimmt der beste Ball, so wie es der Sheriff gesagt hat. Dicht am Hindernis. Ja. Ihr seht es auf der anderen Seite, sind schöne überhängende Büsche, Bäume, Stege, alles Mögliche. Und da versuchen wir jetzt wirklich so nah wie möglich dran zu werfen, drunter zu werfen, schön absinken zu lassen und die Kante runterfischen. Also, ja, macht auf jeden Fall erst einmal Sinn von der Theorie. Jetzt müssen wir es nur noch in der Praxis beweisen. Super! Ja, weiß ich nicht. Also, es ist ein Fisch definitiv. Ja. Ein guter. Hecht sehe ich schon. Ja. Klein aber. Oh ja, 70. Dann erst gut, ey. Oh, 60er. Jetzt ich locken. Ich locken. Sehr froh, hast ein wenig. Pass auf. Warte auf. Kleine Gurke, aber Fisch. Jawohl. Petri, dank. Mit Ansau. Schönes Glöckchen. Jawohl. Mit Ansau. Danke. Perfekt. Ja, Flo mit Ansau. Unglaublich, hat er gesagt, er geht jetzt an seinen Lieblingsspot. Ja, Becky, komm mit für einen Live-Biss. Hat zwar leider nicht geklappt, aber mit dem Fisch hat es ein bisschen geklappt. Ja, kein großer, aber ich sag mal, bei den Bedingungen freut man sich über jeden Fisch. Ja. 58 haben wir gerade gemessen. Ich freue mich, dass es doch trotzdem noch mit dem Hecht geklappt hat. Mal gucken, macht ja noch Mut, vielleicht kriegen wir noch einen. Schauen wir mal. Ne? Der Anfang ist gemacht. Wir wissen, dass sie beißen. Dominik hatte ja auch schon einen Biss. Benni, dranbleiben. Kommt noch. Nächster Fischort in unserem Allround-Video. Herrlich. Absolut geil. Super.
Sheriff hat Hechtgarantie hier mit. Kein Fisch unter einem Meter. Das hier ist hier immer so, ist Standard. Also. Zur Strafe musst du bei mir jetzt der Meter einschlagen. Danke dich, danke dich. Das gönnen wir dir vom ganzen Herzen. Arschlöcher! Ich werde hier noch werd am Video produzieren. Siehst du, Benni? Es geht. Soll ich nichts nennen. Ah ja, das ist die Strafe. Du musst ihn noch reinwerfen. Das ist eine Steilpackung. Das habe ich gesagt, ankurbeln. Lassen, da ja, das ist zur Steilpackung. Ja, das glaube ich ja wohl. Jawohl! Die Drecksau. Mit Ansage. Auch wieder so. Eine Gurke? Oh ja, ein bisschen. Unsere Bremse ein bisschen auf. Aber aggressiv. Voll weggenagelt. Oh, Petri. Petri, danke. Petri. Das gibt's doch gar nicht. Wir lachen uns noch tot, ne? Ja, ja. Benni. Ja, die Hechte sind aktiv, eben genau vor meinen Füßen eingestiegen. Ich hoffe, man konnte das sehen. Hat mich schön erschrocken, aber freut mich natürlich. Also, ich habe echt nicht damit gerechnet, dass die Hechte heute beißen. Umso besser, zweiter Fisch. Weiter geht's. Ja, der Nachmittag neigt sich auch dem Ende zu. Somit auch ein unvergessliches Wochenende. Also, mir persönlich hat es super viel Spaß gemacht, mit Benni und Team hier am Wasser zu sein und die Nächte und Tage zu verbringen. Also ich fand's klasse. Ich hoffe, euch hat's auch gefallen. Schön, dass ihr da wart. Also wir haben uns sehr gefreut. Wie habt ihr die Tage erlebt? Wie fandet ihr es? Dumme Fänger. Außer mal dein Teammate. Statement. Ja, ich fand's natürlich auch cool. Wie gesagt, ich gucke Benni Angel schon wirklich lange. Sage ich jetzt auch nicht nur so. Ich habe mich da sehr drüber gefreut. Und ja, lange da haben wir drauf hingebibbert. Jetzt haben wir es geschafft. Hat super Spaß gemacht. Und ich denke, wir werden das auch nochmal wiederholen. Ich bin platt wie eine Flunder, man sieht es mir wahrscheinlich auch an, also das war wirklich, waren einfach harte drei Tage, aber so muss es auch sein und ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was Schönes sehen, habt ihr auch ordentlich Fisch gesehen, ja, also ich bin super zufrieden, warten wir mal ab, wie Benni es fand. Kacke. Kacke. Nein, also wie Flo schon sagte, unvergessenes Wochenende geht vorbei, also da gibt es auf jeden Fall Wiederholungsbedarf, also keine Frage. Wir werden mal gucken, wie wir es in der nächsten Zeit planen, ob die Jungs mal zu uns kommen, ob wir noch mal rüberkommen. Wir wurden auch Quappen noch versprochen. Das war vielleicht auch mal so eine Option noch vom Winter und. Also da könnte auf jeden Fall gespannt sein. Also das war auf jeden Fall nicht die letzte YouTuber trifft YouTuber-Folge mit den Jungs. Also dafür war es einfach viel, viel zu geil. Eigentlich alle Fische, die versprochen wurden, konnte man eigentlich auch fangen. Ja, Freunde, Arland auch. Super. Arland. Zander. War ein bisschen Zufall, aber egal. Fisch ist Fisch. Alan, Zander, Aal, Hecht wurde heute noch versprochen. Also tipptopp. Zwischendurch eben noch Prasse, Nase, Döbel. Also von der Vielfalt her unglaublich. Also wie gesagt, es hat uns mega viel Spaß gemacht. Wir kommen auf jede Einladung wieder gerne zurück. Und wir hoffen auch mal, wir können uns mal revanchieren in unserer Ecke. Dass wir vielleicht auch euch mal was zeigen können, das Karpfen, Angeln oder sowas. Was ja nicht so euer Steppenpferd ist als Spinnfischer oder hauptsächlich Spinnfischer. Also da kann man schon noch einiges machen in Zukunft. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen. Halt, stopp! Also einen haben wir noch. Wir haben ein kleines Surprise für dich. Oh, was ist das? Reiß mal auf, die gute Toilettenpappe da. Ja. Oh. Kleines Andenken. Was habt ihr denn hier gebaut? Na, geht da raus. Mit guten Toilettenrolle. Oh. Hast du nochmal einen individuellen Hardbait? Das ist ja geil. Benni angelt, haben wir nochmal unser Kürzel mit draufgenommen. Oh, und vielleicht fängst du mal einen Fisch mit. Guckt euch das an. Da würden wir uns natürlich freuen, wenn das funktioniert. Ein Unikat. Oh. Den nehme ich dann aber nicht im Fluss. Das ist doch gleich, sonst ist er gleich weg. Also vielen, vielen Dank. Ja, kannst du ja vielleicht mal als Mission nehmen, dass du damit vielleicht mal was fängst. Oder klar. Ja. Unikat kannst du dir auch in die Vitrine stecken, oder? Also den werdet ihr auf jeden Fall bei unserem Kanal noch des Öfteren sehen, hoffentlich. Ja. Sieht geil aus. Sehr schön. Absolut schick. Ja, wie gesagt, wir danken für alles. Also ich spreche jetzt mal im Namen vom ganzen Team, auch für die ganze Verpflegung und für die ganze Planung, was ja wunderbar geklappt hat.
Ja, ja, sehr gern. Mir fehlen die Worte. Es war einfach unvergesslich. Gut, ja. Jungs. Sehr schön. Alles klar. Prima. Dann bis zu den nächsten Folgen, ne? Ja. Zwei Kanäle. Ja, ich hoffe, euch haben die Videos auch gefallen. Genau. Und ihr konntet ein bisschen was miterleben von dem Wochenende. Und dann sagen wir tschüss, bis zum nächsten Video. Ciao. Macht's gut. Tschüssi. Ciao. Hier kommt die Einheit, man kennt sie Bein bei, bevor sie einreist, beginnt die Beißzeit, Fishing Team Highlight. Fishing Team Highlight, der Norden ruht.